Rein mit uns. Oh ja, oh, hui. Ashley, hintergehen. Hinterhergehen, okay, machen wir. So, wir haben ja gesehen, dass sie hingeschleppt wurde. Was ist das? I. Adam. Oder Adam. Bist du Adam? Wo ist denn Eva? Sorry. So, das sieht irgendwie wichtig aus. Muss ich hier irgendwas tun? Hier ist das Heiligtum. Okay. Hier ist das Heiligtum? Und was? Okay, ich gehe mal rein. Wir gehen mal rein ins Heiligtum. Oha. Okay. Das sieht sehr wichtig aus hier. Ashley! Ja? Ashley, wo bist du? Bist du hier irgendwo? Oh, da liegt sie ja. Ich sehe jetzt erst. Komm her, Ashley. Das sieht nicht gut aus. Du bist gekommen, mein Kind. Mhm. Was wollen Sie? Ich möchte lediglich diese Gabe mit so vielen Teilen wie möglich. Aha. Ein frommer Wunsch, nicht wahr? Du musst wissen, der heilige Leib verbindet uns alle. Mhm. Dein Fleisch, deine Knochen, selbst deine Gedanken sind bereits eins mit uns. Bullshit. Boah, sieht ja ekelhaft aus. Warum lehnst du inneren Frieden ab, wenn du lediglich die Gabe annehmen musst? Wie sie es tat. Sedlock! Ah, richtig. Die Zeit ist reif, dass dies Schaf sich unserem Bund anschließt. Oh, gesegnet sei er, gesegnet die süße Vergebung. Frohlocket! Und so sei es! Was ist das? Leon! Geh! Geil. Das wird nichts bringen, aber das gibt uns ein bisschen Zeit. Sehr gut. Ada. Die hat alles absorbiert. Okay. Okay. Ashley. Oh, hi. Ashley. Verdammt. Ich gehe nochmal zurück. Nicht. Okay, Ashley, komm, wir hauen ab. Wir müssen hier weg. Level 1, das gefällt mir nicht. Was? Wir sind hier. Müsste da lang sein. Ja, gibt ja nur diesen einen Weg, ne? Ich hoffe, dass wir sie retten können. Oh, was ist das denn? Was war das? The fuck? Fuck, es geht los. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Das kriegen wir hin. Boah, es ist hell. Na komm schon. Wehre dich nicht länger, Kind. Schnauze. Oh mein Gott, wir sind echt fertig mit der Welt. Was ist denn? Oh mein Gott. Lass mich durch. Boah, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Verdammt nochmal. Der Schlüssel. Wir haben doch das Büro von hier, wie hieß er? Von Luis gefunden. Das ist es. Das ist es. Diesmal. Okay. Muss ich etwas bewirken. Ja, komm. Setz dich hin, Kind. Alles ist gut. Du zuerst.
Vergiss es. Ich sagte doch, ich bring dich heim. Ja, das kannst du aber nur, wenn du auch gesund bist am Ende. Oh mein Gott. Komm schon. Purge, ja. Es geht los. Reinigen. Oder Säuberung. Purge heißt Säuberung, glaube ich. Lass es zu. Alles wird gut. Das greift nur den Virus an. Dachte ich. Na komm. Yes. Success. Okay. Das heißt, gleich sind die Äderchen wieder okay. Junge Leon, mach! Das ist nicht dein Ernst. Da fällt er um. Ashley, heb ihn hoch! Kapitel beendet. Ich fasse es nicht. Ich mache meinen Job. Zwei Tote nur, das ist okay. Okay, nächstes Kapitel. Ja, komm, wir speichern kurz ab. Next. Kapitel 16, glaube ich. Ich weiß immer noch nicht, wie viele es gibt. Kapitel 85. Ich bin hier. Sie hat es echt geschafft. Sie hat uns da reingehieft. Ich dachte, du würdest sterben. Okay. Danke, danke. Danke, Ashley. Du hast alles richtig gemacht. Das warst du? Ja. Ja, das war ich. Kannst du stehen? Na klar. Eine Karte? Ja, habe ich gefunden. Sehr gut. Ich glaube, um hier rauszukommen, müssen wir da lang. Okay. Hey, wir sind ein Team, oder? Natürlich. Mach weiter. Und es ist dein Job. Wir sind ein gutes Team. Also Kapitel 16. Die Entfernung der Parasiten. Das war alles, Luis? Ja. Dass wir noch leben, haben wir ihm zu verdanken. Kann man das hier öffnen? Nein. Ja, das stimmt. Er hat uns sehr geholfen, der gute Luis. Was haben wir denn hier? Gruppenfoto. Das Dream Team vom Europäischen Labor 6. Ich brauche Licht dafür. Ist der Luis damit drauf? Ich glaube, Luis ist in der Mitte, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht, ich kann es nicht erkennen. Oh. Was haben wir hier? Methoden zur Entfernung der Plaga. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Wirt von einem Plaga zu befreien. Injektion von Antigenen sowie einen äußerlichen Eingriff. Ist der Parasit noch nicht geschlüpft, kann er durch Verabreichung eines Antigens abgetötet werden. Sobald die Inkubationsphase jedoch vorüber ist, kann auf diese Weise nicht mehr viel getan werden, außer das Wachstum des Parasiten zu verlangsamen. Bei der zweiten Methode wird der Plager gezielt von außerhalb des Körpers mit Hilfe von Strahlen einer bestimmten Wellenlänge abgetötet, was wir mit der Maschine gemacht haben. Das ist jedoch nicht ungefährlich. Hat der Parasit an das Nervensystem seines Wirts angedockt, ist der Vorgang mit entsetzlichen Schmerzen verbunden und es gibt keine wirksame Betäubung für diese Art von Behandlung. Ich glaube, die hatten wir beide, ne? Ashley, wo ist sie? Selbst bevor der Parasit voll ausgereift ist, ist der äußerliche Eingriff mit hohen Risiken verbunden. Ist das adulte Stadium erreicht, ist es endgültig zu spät. Die Entfernung des Parasiten bedeutet den Tod des Wirts. Wenn man allerdings bedenkt, was mit dem Wirt passiert, kann man den Tod wohl schon fast als Erlösung betrachten. Absolut. Ach, da stehst du. Absolut. Ja, da ist der Tod, glaube ich, wirklich eine Erlösung. Geil, das brauchen wir. Sag mal hier. Dass das Ding überhaupt hochgefahren ist. Das wundert mich echt, aus welchem Jahrtausend ist das denn? Hab schon um einiges ungemütlicher geschlafen. Das ist ja wirklich das beste Equipment, was sie hier haben. Für so eine Technologie. Also, Wahnsinn. Was ist das denn? Settlers Absichten. Wer glaubt, dass die Plager nur ein Werkzeug zur Erschaffung mächtiger Biowaffen sind, irrt. Ihr wahrer Wert liegt in ihrer Fähigkeit zur Kontrolle. Wie sehr ein Individuum sich auch wehren mag,
Eine einzige Injektion kann jeden in einen treuen Diener verwandeln. Wer braucht noch Spione, wenn man den Feind von heute in den Verbündeten von morgen verwandeln kann? Nur einen einzigen Insider zu kontrollieren, kann eine ganze Organisation, wenn nicht gar eine ganze Nation, in die Knie zwingen. Das ist sehr teuflisch. Die Massenproduktion der überlegenen Spezies hat dies möglich gemacht. Wir haben Shettler Macht verliehen. Es ist offensichtlich, was er als nächstes vorhat. Was passieren würde, wenn Settler so viel Kontrolle erlangt, kann man sich kaum ausmalen. 6 Milliarden treue Diener unter seiner alleinigen Führung. Es gäbe niemanden, der sich ihm entgegenstellt. Keinen Krieg. Vielleicht gäbe es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Frieden. Das wäre kein schöner Frieden, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, wie Settler und die anderen die Leute auf dieser Insel seit Generationen unterdrücken. Ich weiß, wie er sie behandelt. Das ist kein Leben. Und deswegen werde ich das auf keinen Fall zulassen. Das sind die Worte von Luis, ne? Der Luis ist schon guter. So, was haben wir denn hier? Der Bernstein. Diese Probe, die ich den Bernstein nenne, hat einfach im Lager rumgelegen und Staub gesammelt. Wir hatten früher haufenweise Exemplare für Experimente. Es ist also gut möglich, dass dieses einfach übersehen wurde. Eigentlich habe ich ihn nur wegen seiner außergewöhnlichen Form in mein Labor gebracht. Nach einer ersten Analyse habe ich meine Meinung geändert. Der Bernstein hat eine sehr besondere Eigenschaft. Zwar ist der Parasit noch sehr klein und befindet sich in einem Übergangszustand, doch er trägt ganz offensichtlich das gleiche Organ in sich wie die dominante Spezies, die wir bisher nur bei Settler gesehen haben. Wenn er sein volles Entwicklungsstadium erreicht hat, könnte der Bernstein es mit Settlers Kraft aufnehmen, sie vielleicht sogar übertreffen. Was? Leider wurde der Bernstein von Settler konfisziert, bevor ich weiter daran forschen konnte. Er beobachtet mit sich da. Ich muss mir diese Probe zurückholen und fliehen, um meine Forschung woanders fortsetzen zu können. Es ist die einzige Möglichkeit, Settler die Stirn zu bieten. Wir brauchen diesen Stein. Offensichtlich. Natürlich kann ich dieser Gruppe von außerhalb genauso wenig trauen, aber ich bin schon so weit gekommen. Hoffentlich kann ich mich wie immer irgendwie aus der Sache rausmogeln. Mir bleibt nichts anderes übrig, um der Welt willen. Leider hast du es nicht geschafft, mein Freund. Leider nicht. Was ist das? Der hat ein halbes Umbrella-Labor zusammengeklaut. Oh, Tatsache. Der Penner. Der Gute. Tut mir immer noch leid, dass er gestorben ist. Leider. So, haben wir hier noch mehr Umbrella-Stuff. Hier ist noch ein PC. E-Mails. Betreff unsere Abmachung von Luis. Ich habe die Forschungsdaten, die du wolltest. Lass uns treffen, Ort und Zeit wie besprochen. Nur noch mal zur Sicherheit. Wenn ich liefere, bringst du mich hier weg, richtig? Unsere Abmachung von Ada Wong. Ich hoffe, du hast den Bernstein nicht vergessen. Ohne ihn sind die Daten wertlos. Lass mich nicht mit leeren Händen zurückkehren. Wäre doch schade, wenn dein Platz frei bleiben müsste. Unseren Code weißt du noch, oder? Entspann dich, habe ich nicht vergessen. Und mach dir keine Sorgen um den Bernstein. Mir fällt schon was ein. Kannst du mir vielleicht eine Packung Kippen mitbringen? Mag ist egal. Welchen Code? Ich brauche diesen Code. Okay, sag mal, wo... Oh, hinter uns. Hä, ist noch Stuff? Und hier ist noch was? Hä, wie soll ich denn da hinkommen? Okay, ich muss nochmal ganz kurz zurück. Ich glaube, ich muss eh zurück, ne? Ich muss sowieso zurück. Ja, hier geht's weiter, aber ich hole mir noch erst... Sieh mal, wie wär's, wenn wir die nehmen? Ja, ja, du hast ja recht. Ich muss nur ganz kurz hier nach einem Schatz suchen. Den Schatz im Silbersee. Hä, wo ist denn der? Hier, da hat doch was. Ich hab's doch gehört. Da hängt bestimmt irgendwas runter. Ist es über uns? Oh, Tatsache, okay. Och. Toll. War das der Schatz, den wir suchen sollten? Ja. Das ist der Schatz. Zurück brauchen wir nicht. Komm, wir gehen hier rüber. Sorry. Wie gesagt, wir sind ein Team. Na klar. Schieb mal runter, das Ding. Klasse. Ist schon richtig geübt. Ja. Ja. Der hat richtig Spaß momentan mit uns. So, was ist das? Ein Seidenkristall. Ja, nehm ich mit. Geht's dir wirklich gut? Mir ging's nie besser. Gut. Das bezweifle ich sehr, aber ja, okay.
Schießpulver. So, was haben wir hier? Gewehrmunition. Klasse. Wir werden wieder richtig eingedeckt. Oh, ist das der Raum von vorhin? Oh ja, das ist er. Wie sie aussieht. Ja, Yasuo. Die Frau, die uns geholfen hat. Glaubst du, es geht ihr gut? Oh, ich bin sicher, da geht's prima. Die haut so leicht nicht zum. Ne, die ist unschlagbar. Schon, ja. Wir haben ein bisschen was mitgemacht zusammen. So, hier ist noch ein Schatz irgendwo, aber ich hoffe, hier ist nichts mehr, was uns angreifen könnte, aber wahrscheinlich irre ich mich wie immer. Oh, Alter, die sind so gut versteckt, die Kackviecher. Ihr seid so gut versteckt, ich hasse euch. Das ist auch... Die sehen einfach aus wie Steine. Ganz ruhig jetzt. Okay. Da, ich sehe es doch. Kackvieh. Ein Saphir. Ja, nett. So, was ist das jetzt? Die Illuminados, letztes Kapitel. Preiset die heiligen Insekten. Uns wurde das Paradies auf Erden versprochen. Mann, Frau oder Kind. Seine Liebe unterscheidet nicht. Wie Fisch oder Vogel. Jede Kreatur sei gleichermaßen gesegnet. Preiset die heiligen Insekten. Wir sind die demütigen Diener Gottes. Seine Weisheit überwindet alle Berge. Seine Allmacht überquert jede See. Das Licht des Himmels wohnt allem inne. Lasst unsere Leiber der Boden sein, auf dem alles gedeiht. Preiset die heiligen Insekten. Wir sind die Herde und der Hirte führt uns. Unsere Gebete werden auf der ganzen Welt erklingen. Ein jeder wird sie hören. Schließlich wird es mehr von uns geben, als Sterne am Firmament leuchten. Ja, so eine schöne Zeichnung, muss ich sagen. Aber das ist natürlich alles Geschwätz. Wer bist du denn? Okay, 15 Osmund. Cool. Illuminados Anhänger. Da hängen Anhänger? Hab ich gar nicht gesehen. Huch. Monolith allen Ursprungs. Eine Jahreszahl. Tief unter der Burg habe ich meinen Glauben entdeckt. Seht die Überbleibsel Gottes. Hinterlasset in dieser Welt. Alles beginnt hier. Adam Sadler. Das ist also der aktuelle Sadler, der hier geschrieben hat. Mhm. Interessant. So, aber das ist nicht unser Ziel. Ich dachte, wir müssen hier lang. Wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier hin. Was? Ich hoffe, dass wir hier irgendwie hinkommen. Hä? Vielleicht da, wo Ada herkam? Kommen wir da irgendwie hin? Oh mein Gott, wir sehen echt nicht gut aus momentan. Oh, guck mal hier, was wir mixen könnten. Erstellen. Und zwar mit Rot. Und das können wir auch nochmal mit Gelb mixen. Ich nehme mal so ein Ding. Weil wir genug davon haben. Ich hätte einen Fisch essen können. Ich Idiot. Scheiße. Okay, wo ist mein... Hier. War das schon dran? Achso, es war schon dran. Okay, sorry. Hey, ich habe nichts gemacht. So, hier ist bestimmt noch irgendwo so ein Vogel. Hier geht's aber hoch, tatsächlich, ja. Kriegst du es hin? Die Insekten. Die werden uns das Leben hier drin schwer machen, glaube ich.
Bist du etwa ein Insekt? Die sehen aber auch echt aus wie Steine. Da ist ein Insekt. Ein feiner... Ashley! Ein feiner Schuss war das. Nein, 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 hier. Komm, steh auf. So, weiter geht's. Oh, Alter, was macht der hier? Wie kommt der hier? Ist egal. Ich sag gar nichts mehr. Hey, da geht's hier raus. Wow. Das sieht ja krass aus. Okay, Moment. Goldbarren. Plünderer. Was auch immer das heißt. Haben wir alles geplündert, was ging? So. Ah, die Na? Arbeit ruft. Ja, klar. Hast du was für uns? Schießpulver, Pesetos. Hast du sonst nichts für uns? Was ist das denn? Nichts. Hi. Willkommen. Na dann. Was kann ich für dich tun? Erstmal das hier. Ein paar Vorratskäufe? Gute Entscheidung. Na klar, kennst mich doch. Das muss ich reparieren. Weiterhin viel Glück, Fremder. Nicht nötig. Das reparieren. Geh sorgfältig damit um, okay? Wir haben noch 9000, das ist ja nix. Illuminados-Anhänger. Ein unheilvoll Ob schimmernder Robina Anhänger. Oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Louis Schlüssel Aber brauchen wir auch wir nicht mehr. Wir entscheiden, was es uns wert ist. Da hast du wohl recht. Verkaufe ich dir alles. Danke. Sehr gerne. Kann ich mir nicht leisten. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ja, geht so. Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen, was wäre wenn, richtig? Aha, da haben wir's. Das ist die Information, die ich gebraucht habe. Er kommt also nicht wieder. Okay. Blindenmunition brauche ich. MP brauche ich nicht. Pistole brauche ich auch nicht. Ja, die Dinger kann ich nicht zusammensetzen. Nicht mehr, leider. Ansonsten... Heilung geht auch nicht mehr. Habe ich nichts mehr. Willkommen. Was kann ich denn noch holen? Was kann ich dir Gutes tun? Ich meine, was brauche ich denn? Ich brauche ja nichts davon. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ich habe diese Waffen nicht. Red 9? Habe ich die Red 9? Moment, habe ich die Red 9? Ja, wir haben die Red 9. Schulterstütze, komm, das hole ich. Die Waffe wird großartig damit aussehen. Ja, sehr gut. Das lohnt sich doch mal richtig. Dann hole ich noch die Dinger. Eine interessante Wahl. Also ich meine das natürlich positiv. Ja. Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich meine es ernst. So, pass mal auf. Die Dinger verkaufe ich. Ein hervorragender Deal. 70.000. Ich mache mir mal ein bisschen Platz. Okay, kann ich irgendwas basteln wieder? Nein, kann ich nicht. Ich brauche Platz für einen Raketenwerfer. Werde ich aber nicht haben, ne? Ich glaube, das werde ich nicht haben. Scheiß drauf. Zubehör. Schulterstütze. Ja, geil. Dirb mir da draußen nicht weg. Guck mal, hier. Hab ich das nicht schon längst geholt? Das ist ja richtig cool. So, einmal noch speichern. Und ich glaube, das ist Endgame hier. Ne? Wünsche mir Glück, mein Freund. Tschüss. Komm, Ashley. Wir gehen raus. Okay. Leon, sieh nur! Was denn? Ist das nicht? Ist das nicht was? Was meinst du? Oh, das ist Ada. Ada. Scheiße, sie haben die. Ja, die müssen wir natürlich befreien, ne? Das geht ja nicht anders. Sie hat uns ja auch gerettet. Hier ist nichts mehr. Okay. Denkt wohl, so lockt er mich zu sich. Was er auch tut.
Was er absolut tut. Bleib hier. Bin gleich zurück. Okay. Oh, Junge, meine Beine. Oh, Ada. Ada! Wow. Netter Schuss. Saddler! Yes, Ada. Machen wir jetzt hier Tag Team. Das bringt leider nichts. Unwürdige Kreatur! Du hast den heiligen Leibverschmied. Das Privileg 1. Mit uns zu werden. Junge. Beklärung. Vergebung. Ach du Scheiße, Mann. Okay, lass mich raten. Wir müssen die Augen erwischen. Ist nur so ein Verdacht. Welch gotteslästerliche Schändung. Welch unverzeihliche Ketzerei. Doch. Ist es nicht der Sünder, oh, genau deswegen habe ich dich bald. Knie nieder vor deinem Vater. Törichtes Kind. Halt's Maul. Und er wird dich erneut mit dem heiligen Leib segnen. Oh, der hat mich erwischt. Das Leid dieser Welt ist grenzenlos. Tief in den Herzen weißt du, wie komm, 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 komm. Junge, ich sag's euch. Die Waffe hier. Ihre Augen vor den Gräueltaten, den Blut an ihren Händen. Selbst jetzt. Ich höre die Stimmen der Märtyrer, die für den Glauben gelebt haben. Kind, erzürne deinen Vater nicht. Komm, komm, komm. Ich werde dich reden. Nein! Treue Jünger, versammelt euch! Lasst ihn nicht entkommen! Komm, komm, komm. Es wird Zeit, diesen Körper abzuwerfen. Mein Fleisch wird einen ewigen Gott gebären. Oh, der hat gesessen. Weg, weg, weg. Komm her! Komm her! Alter, wie viele! Na! Okay, okay, alles wird gut. Sein. Okay, okay, ganz ruhig. Das habe ich gar nicht gesehen. Fisch, du musst mich retten.
Ich nehme noch so ein Ding. Komm, 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 komm. Ist hier noch ein Auge? Das war's noch nicht. Das war's noch nicht, oder? Oder? Oder war's das? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben keine Trophäe bekommen. Es war so klar. Es war so klar. Was ist das denn? Ich hab genug von deinem Scheiß. Alter. Was ist das denn? Endlich ein Look, der zu dir passt. Hässlich innen wie außen. Aber ich muss unser Date leider abbrechen. Scheiße. Und nur, dass das klar ist. An mir liegt's nicht. Jetzt, in diesem Moment. Komm schon. Komm, komm, komm. Okay, ich geh kein Risiko ein. Alter, willst du mich verarschen? Ich kann nichts machen. Ausweichen könnte ich. So! Junge, was ein geiler Schuss! Ich hab noch nie mit dem Ding geschossen. Da hast du deine Gnade. Ja, Mann. Ich sag's euch, die Magnum, die hat alles zerfetzt am Ende. Gott, ich bin so glücklich gerade. Aber das war doch das Ende, oder? Ich meine, was soll da noch kommen? Wir haben die halbe Insel zerlegt. Ada. Ada. Was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Ja, es war klar. Luis und ich hatten einen Deal. Mhm, hab ich gelesen. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Zeit zu gehen. Kommst du? Ja, nicht ohne das Mädel. Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Toll, nimm doch den Heli, Alter. Diese Pose. was ist das denn jetzt? Beeil dich lieber. Okay. Süß. Zum Boot. Bis nächstes Mal, Leon. Mhm. Da bist du ja. Oh, Ashley, komm, let's go. Wir hauen ab. Wo will sie hin? Wer weiß. Ich verstehe nicht. Wie kann sie einfach... Komm, hier geht alles hoch. Moment, was? Ja. Aber ich muss jetzt nicht selber irgendwie rennen, oder? Was? Was ist das denn? Von der Insel entkommen? Wie?
Speichern. Schnell speichern. Okay, nichts wie weg hier. Ja. Grünes Kraut. Wofür? Ich habe meine ganze Munition verballert, Alter. Weh, da kommt jetzt noch was. Ja, okay, ein bisschen haben wir noch. Komm, Ashley. Endlich nach Hause. Aha. Noch haben wir es nicht geschafft. Nee. Rüber, rüber, komm. Sehr gut, weiter, weiter, weiter. Danke. Na klar, komm. Oh mein Gott, mein Herz. Mein fucking Herz, was ist denn hier los? Sie greifen nicht an. Der gerade eben hat angegriffen. Ohne ihren Anführer sind sie nicht. Ja, dann, let's go. Für sie. Was? Ach so. 1,5 Minuten noch. Kommt schon. Weg, weg, weg. Na bitte. Da ist das Speedboat. Nicht schlecht, Ada. Oh. Süß. Stehst du auf Nervenkitzel? Und wie? Dann halt dich fest. Darf ich hier auch noch fahren? Der Wasserscooter. Greifen Sie den Lenker mit L1. Was? Ernsthaft? Oh mein Gott. Was? Ich kann nicht lenken. Ich kann nicht lenken. Das Ding lässt sich nicht lenken. Okay, jetzt besser. Ich glaube, jetzt besser. Okay. Na komm. Fuck. Okay, das war nicht so gut. Ja, ja, komm, 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 komm. Junge, ist das geil. Ja, das ist nicht so geil. Fahr, 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 fahr. Zwanzig Sekunden noch. Geschafft? Immer noch nicht. 8 Sekunden? Das schafft man dann niemals. Oh. Oh mein Gott. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Alles okay? Keine Ahnung, das war echt heftig. Ja, Mann. Das war's. Die Insel ist Geschichte. Saurer Regen. Schön. Oh Gott, Junge, was für eine wilde Fahrt dieses Game einfach war. Oh. Mission erfüllt, was? Boah, aber frag nicht. Mission erfüllt. Wenn du zu Hause bist. Danke für alles. Klar doch. Klar doch. Weißt du, ich könnte meinen Dad bitten, dich meinem Personenschutz zuzuweisen, wenn du willst. Ja, ich kündige. Ich habe keinen Bock mehr. Ich setze mich zur Ruhe. Du kommst ganz gut alleine klar. Mhm.
Hab ich gemerkt. Nur das mit dem Messer solltest du nochmal üben. Na komm. Oh. Ab nach Hause. Boah, was für ein Game. Oh. Was für ein Game. Alter, das hat so Spaß gemacht. Condor One? Basis an Condor One, hörst du mich? Oh, da hat er auch lange nicht mehr gemeldet. Kommen. Ich sagte kommen. Ist das Ding denn an? Ja. Leon, geht es euch beiden gut? Ruhig Wo dich. Bist du? Komm schon! Oh, Gott. Was ein Game, Freunde. Was für ein Spiel war das denn? Resident Evil 4. Wir haben es geschafft, Freunde. Es war ein wilder Ritt, ein krasses Game in VR. Ich habe das damals gespielt, ich weiß nicht mehr, PlayStation 2 oder so. Oder 3, ich glaube eher 2. Oder 1, ich weiß es schon nicht mehr. Das Original-Game, ich konnte mich an dieses ganze Zeug gar nicht erinnern. Die haben wahrscheinlich neue Sachen mit reingenommen, oder? Komm, brauchen wir nicht. Das brauche ich. Ja, hier. Oh, Ada. Damit handelst du dir nur Ärger ein. Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Wer war das denn? Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Das ist Albert Wesker. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Oh, Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Ey, da, was tust du da? Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Ey, da willst du das wirklich tun? Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los. Sehr geil. Albert Wesker, also, ja? Unfassbar. Ah, Junge. Was kommt jetzt noch? Oh, das ist unsere Tante, mit der wir die ganze Zeit geredet haben. Mhm. Ja, wir haben es geschafft. Bist du glücklich? Kannst du dem Präsidenten Bescheid geben? Ergebnis! Gut gemacht. Vielversprechender Agent. Auf B. Speichervorgänge 44. Ja, das ist okay. Würde ich sagen, oder? Wenn Sie die... Was? Speicherdaten eines abgeschlossen... Ja. Komm, ich mach mal hier. Ja. Ich weiß nicht, ob da... Neues Spiel plus. Abgeschlossenes Spiel. Nee, danke. Ich kann mir das Spiel gerade nicht nochmal geben. Wow. Oha. Das ist aber ein anderer Ort hier, wo wir sonst immer stehen, ne? Ganz am Anfang. Was passiert, wenn ich Spiel starten drücke? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, Kapitel 16 abgeschlossen. Osmund Settler. 5 getarnte... Was? Novistadores. Was? Plünderer? Alle auf der Insel. Schatzkeit. Ah, wir haben alle Schätze eingesammelt. Geil. Cool. Nadelstreifen-Outfit. Sonnenbrille. Eine Maske. Eine Fliegerkappe. Profi wurde freigeschaltet. Junge, was geht denn hier ab? Okay. Wir haben das Spiel durch, Freunde. Wir werden natürlich, oder ich werde noch ein Video rausbringen mit meinen Gedanken. Und dann gucken wir uns das hier vielleicht nochmal an. Concept Art, Bunny Shop. Ja, hier kann man so einiges kaufen, ne? Aber wie viel haben wir? 21.000. Ja, da kriegen wir ein bisschen was zusammen. Aber das mache ich nicht mehr heute. Ich kann nicht mehr stehen. Es ist unmöglich. Freunde,
Wir haben Resident Evil 4 im VR-Modus durchgespielt und es war eine Freude. Es war eine Freude. Mit diesen Dingern haben wir es geschafft. Oh mein Gott. Mein Herz. Teilweise mein Herz stehen geblieben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, es war ein recht langes Let's Play. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir gebraucht haben. Weiß ich gerade nicht. Aber über 20 oder 30 sogar. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem neuen Let's Play wieder. Ihr könnt natürlich eure Kommentare unter dieses Video schreiben, mir Abos dalassen und Likes dalassen. Ich freue mich über jede Unterstützung. Das sieht so cool aus. Wir sehen uns. Vielen Dank nochmal. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich brauche Pause. Ich kann nicht mehr stehen. Also, wir sehen uns wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.